Hier, das wirst du brauchen. Sieh dich in der Stadt um, Old Villador. Viel Interessantes, das du dir ansehen solltest. Das schön sieht ja aus. Ja. Soll ich mal, markieren Sie mit dem Fernglas ein Windrad. Aha. Mit einem Fernglas können Sie wichtige Orte der frei erkundbaren Welt entdecken. Halten Sie Dreieck links gedrückt. Ach Quatsch, Dreieck. Kreuz nach links gedrückt und drücken Sie R3, um es zu verwenden. Machen Sie das Fahnenkreuz in der Displaymitte genau. Wird kleiner, je näher es einem Ort ist, der entdeckt werden kann. Orte, die mit dem Fernglas entdeckt werden, werden ihrer Karte automatisch hinzugefügt. Ja, geil, machen wir doch schon mal. Mhm. Da ist doch schon mal was, irgendwas, wo schon kleiner wird. Siehst du die Kirche? Da haben uns die Heuler verfolgt. Sie ist der Mittelpunkt dieses Stadtteils. Hallihallo. So, ja. Meister Windrad, okay. Wird mal auch markiert. So. Da wieder schon was? Ah. Was ist das? Aha. Händler, okay. Aha. Da findest du Tafeln mit Leuten, die in der Stadt vermisst werden. Eine zum Beispiel in der Nähe der Kirche. Vielleicht findest du dort was über deine Schwester raus. Und wenn nicht, dann genieß es halt einfach. Die Welt ist ja eh schon am Arsch, hm? Schlimmer kann's nicht werden. Richtig. Ich melde mich, wenn ich alles im Griff habe. Na Jung, was geht? Dying Light 2 geht. Und wie geht's dir? Schön heute wieder im Forest verbracht. Wir haben die Zoom-Stufe frei erkundbare Welt freigeschaltet. New Noise. Sehr geil. Guck mal da. Was wir da nicht alles gefunden haben. Sehr, sehr cool. Sie haben auf Ihre Karte die Zoom-Stufe frei erkundbare Welt freigeschaltet. Hier sehen Sie alle Aktivitäten in der frei erkundbaren Welt. Diese mit Hilfe eines seiner Genau. Cool, cool, cool. Sitze auf heißen Kohlen. Lina ist im Krankenhaus und den. Oha. Okay. Ja, das ist natürlich krass. Kann ich mir vorstellen, dass du da auf heißen Kohlen dann bist. Oh, sollen wir mal dahin? Genau. Ja, sie haben nun die offene Welt von Villador freigeschaltet. Ihr erstes Ziel ist das Zentrum der Überlebenden. Okay. Der Bazar. Achso, Händler. Ah ja, okay. Mhm. Okay. Jetzt müssen wir. Deutschenmager, über. Story-Quest abgeschlossen. Scheiße. Oha. Mal gucken, was wir jetzt alles gekriegt haben. Ordentlich. Kann sein, dass ich in den nächsten 30 Minuten ins Krankenhaus fahren darf. Krass. Geil. Hammerhart. Oh. Mensch. Vorhin mit Leigers noch mein Port ausgebaut bei der Folge. Ja, siehst du, da ist ja alles ready. Ach, geil. Das ist ja toll. Da bin ich mal gespannt. Hammerhart. Da will der. Da kommt der Jung schon. Eventuell dann. Demnächst. Das ist ja geil. Also freue ich mich. So. Wo müssen wir denn lang? Ah ja, hier. So. Und aufgeregt wie Sau, oder? Oder? Man sagt ja immer... Ne, wie viele Leute sagen, egal was sie erlebt haben, ne, selbst Schauspieler, Fußballer, wo schon was weiß ich gewonnen habe, der schönste Moment in meinem Leben war die Geburt meines Kindes. Und das steht jetzt kurz bevor bei dir, Aaron. Ohne Scheiß. Krass. Ey, ich freue mich so für euch. Ohne Scheiß. Geil. Richtig geil. Wenn uns das Wasser ausgeht, sind wir alle am Arsch.
PKs genau wie Zivilisten. So, warte mal, wir müssen. Echt krass, ja, echt krass, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, auf alle Fälle. So, warte mal, wir müssen darüber. Gerade so. Oh oh. Oh Gott. Oh Gott. Kurz mal aus. Dann wieder Breitseite. Boom, Schakalaka. So. Oh, krass. Ist der da hingekommen? Da. Die schlafen alle in Seelenruhe. Zack. Und er hat sogar ein bisschen gezittert. Jetzt zieht er. So, wir müssen nur da raus. So, und da oben müsste das irgendwo sein. Warte mal, kommen wir da hoch? Mal da hoch. Oh oh. Heise. Oh. Fuck. So, nochmal beginnen. Vorne. Ich würde da locker überleben. Ich trinke dann einfach keinen Kaffee mehr. Dann glauben. Glauben die Zombies, ich gehöre zu ihnen und ignorieren mich. Richtig, das könnte natürlich sein. Oh. Aufpassen. Nein! Oh. Once again, alle guten Dinge sind drei. Ah, oh, sehr schön. Okay. Da ist das mit dem Händler, aber da kommen wir wahrscheinlich auch nicht hoch. Da müssen wir einen anderen Weg wählen. Warte mal. So. Sehr schön. Sind wir jetzt eigentlich da? Ja, auf jeden Fall, ne? Das muss dieser Unterschlupf sein, ja genau. Ja. Hallöle! Jemand zu Hause? Oder doch eher ein Kaffee weniger, so morgens nach dem Aufstehen? Oh Gott. Ja. Ach hier, das ist doch hier, wo Dings ist. Mhm. Hier waren wir ja schon. Da. Hier waren wir ja schon. Aber wir müssen ganz nach oben. Hm.
Na, warte mal, was wird denn uns da angezeigt? Ach, dahin müssen wir. So. Dann. Können wir das nicht markieren? Ja, doch. Können wir. So. Okay. Kuckucks. Scheiße, mich hat was gestochen. Ganz ruhig, Gott. Setz dich. Verdammt, mein Hals tut so weh. So. Hier müssen wir hin. Genau. Hallo. So, hier müssen wir rein. Welcome to the bazaar. Nicht schlimmer vermasseln können. Oha. Ja, Hammer. Ja, hier ist ja mal eine Stimmung. Fruits and Veggies. Das ist doch mal eine Kirche nach meinem Geschmack. Hey, pass auf, wo du hinlatscht. Was für ein Tag. Das kriege ich auf gar keinen Fall hin. Was denn? Jahre gelernt. Hey, Meister. Und Lust auf. Wo brennst denn? Hey, bist du nicht der Pilger, den sie aufhängen wollten? Mann, hattest du ein Glück. Von dem Glück könnte ich was gebrauchen. Ich bin Albertus' Lehrling. Aber vielleicht nicht mehr lange. Ich versuche diese Prüfung jetzt zum dritten Mal. Wenn ich wieder durchfalle, wirft Meisterhandwerker Alberto mich raus. Worum geht es bei dieser Prüfung? Worum geht's bei dieser Prüfung? Ich muss etwas Nützliches für die Bürger konstruieren. Ich habe bereits eine Unterwasserlesebrille für Alberto erfunden. Dann eine einziehbare Hundeleine. Aber die hat immer blockiert. Und außerdem haben wir hier keine Hunde. All meine Ideen sind wertlos. Das ist jetzt meine letzte Chance zu beweisen, dass ich nicht wertlos bin. Ich bin also die letzten Wochen über den Bazar gelaufen und habe nachgedacht. Schwer nachgedacht. Und dann hatte ich eine Idee. Unsere Ziegen. Sie werden in Käfigen gehalten, weil sie Feldfrüchte fressen. Aber das Leben in Käfigen macht sie traurig. Und sie geben weniger Milch. Also hatte ich die Idee eines Zauns, durch den ein klein wenig Strom fließt. Das würde die Ziegen unter Kontrolle halten, aber sie würden mehr Milch geben. Ach. Ich habe diese Erfindung Elektrozaun genannt. Oha. Okay. Was ist dein Problem? Also, wo ist das Problem mit deiner komischen Erfindung? Mir fehlen ein paar Teile. Und an die kommt man nicht so einfach ran. Ich mache mir Sorgen, dass ich nicht rechtzeitig fertig werde. Vielleicht kannst du mir helfen. Wenn du sie für mich finden kannst, gebe ich dir eine meiner super coolen Erfindungen. Das hat aber hoffentlich nichts mit Ziegen zu tun. Nein. Etwas viel Interessanteres. Du wirst schon sehen. Ich brauche nur ein paar elektrische Bauteile, die zerlege ich, um an Widerstände und andere nützliche Dinge zu kommen. Soweit ich weiß, findet man sie an zwei Orten. Einer ist in einer alten Eisenwarenhandlung am Fitzwilliam Place in der Nähe des Wasserturms. Alberto sagt, da findet man sie sicher. Es ist aber ein dunkler Ort, voller verwandelter Kreaturen. Du musst nachts hin. Und die andere Option? Das, was von den Militärpatrouillen übrig geblieben ist. Ich kenne einen Ort südlich von Horseshoe in der Nähe des alten Umspannwerks. Gegend streifen Banditen umher. Möglicherweise ist also nichts mehr übrig. In diesem Fall müsstest du nach anderen Überbleibseln von Patrouillen suchen. Oder einen nächtlichen Ausflug zum Laden unternehmen. Na, ich werde sehen, was ich tun kann. Aber ich kann nichts versprechen. Ich wäre dir sehr dankbar. Hopp, alles klar. Der Funke halten und verfolgen, okay. Wenn sie die auswählen. Verlass die Stadt, bevor sie die Leute vom Bazar, alles klar, erstmal. Mein Freund Steve hat einen Biomarker für uns. Hallo, hallo, hallo. Hey Henke, wie geht's dem Hals? Ach ja, wer ist Barney? Wer ist Barney? Jeder hier kennt Barney. Ich nicht. Erzähl mir von ihm. An deiner Stelle würde ich nicht nach Barney fragen. Er mag keine neugierigen Leute.
Er wird ganz schön sauer sein, wenn er es herausfindet. Und diese Art Ärger willst du nicht. Jetzt will ich auf jeden Fall mehr wissen. Okay, er ist Sophies kleiner Bruder. Manche sagen, er sei irre, aber er spielt im Bazaar eine tragende Rolle. Die PKs haben Angst vor ihm, aus gutem Grund. Mit Barney ist nicht gut Kirschen essen. Okay. Ja. Hallo. Erkennst du mich nicht? Oder hast du eine Allergie gegen Geld? Hör zu, Pilger. Du und ich, wir können eine Menge Geld verdienen. Du musst mir nur ein paar rote Beete, Radieschen, Pastinaken besorgen. Da ist er! Schnapp ihn jetzt! Er ist ein Mörder! Was? Julian, Luke wurde vergiftet von dem Wasser, das du ihm verkauft hast, sagt Bevan. Was? Aber ich verkaufe gar kein Wasser. Lügner! Luke sagt, er hat es von dir! Er dreht völlig durch, redet wirres Zeug und tanzt Feitstanz. Hat er mich sicher nicht erst nach seinem Durchdrehen beschuldigt? Welchen Beweis hast du? Immer langsam. Hast du einen Beweis? Natürlich. Das Wasser war in einer Flasche. Luke hat das Wasser aus einer von deinen Flaschen getrunken. Wenn ich das Karl erzähle, hängen sie dich auf! Bevan, warte! Ich schwöre, ich verkaufe nicht mal Wasser zum Teufel! Wenn du lügst, Julian, mach ich dich kalt. Sieht nicht gut aus für dich. Wenn du also kein Wasser verkaufst, wie ist dann jemand an deine Flaschen gekommen? Wie ich den scheiß Galu kenne, hat er sie wahrscheinlich geklaut. Sieht ihm ähnlich. Selbst wenn, mein Wasser ist so rein wie geschmolzene Schneeflocken. Okay. Vielleicht geht's ja um Rache. Also, geht's vielleicht um Rache? Für was? Alle lieben mich. Ich hatte noch nie im Leben einen Feind. Warte mal kurz, warte. Scheiße. Außer vielleicht Marco. Dieser Mistkerl. Jetzt, wo ich es mir überlege, der hat mit mir noch eine Rechnung offen. Ist sehr lange her. Naja, egal. Hör zu. Er wohnt über dem ehemaligen jamaikanischen Restaurant westlich von Villador in der Houndfield Lane. Ich habe ihm ein paar Kilo meines besten Mehls für das Wasser gegeben. Beweise, dass er es vergiftet hat und die Hälfte meines Mehls gehört dir. Kannst du das für mich machen? Das schaue ich mir an. Und noch was anderes. Ist mir ein bisschen peinlich. Hans hat vielleicht auch eine Flasche von dem Wasser. Ich dachte, du verkaufst kein Wasser. Tue ich auch nicht, außer... Naja, an Hans und... Kannst du ihn warnen? Er wohnt auch in der Houndfield, ein paar Häuser weiter. Da ist was faul dran, Julian. Ich hoffe, du sagst die Wahrheit. Andernfalls kann ich dir schlecht helfen. Okay. Was zur Hölle im Zentralring vor sich geht, seitdem die PKs den Zugang eingeschränkt haben? Hey, was denn hier? Du bist ein Pilger, nicht wahr? Das stimmt. Hängt die Leute auch dafür? Ich wollte nur sagen, dass ich auf deiner Seite war. Aha. Danke, dass du dich so für mich eingesetzt hast. Was? Aber ich hab gar nichts... Ah, verstehe. Sarkasmus. Sieh mal, es ist nicht so einfach, sich gegen die Masse zu stellen. Klar. Ich weiß, dass Leute manchmal Angst vor Pilgern haben, aber... Verdammt. Du hast außerhalb der Mauern überlebt. Wow. Das muss ja was gewesen sein. So, dann... Oh, mit ihm können wir handeln. Okay. Niemand hat bessere... Waren. Handwerksmeister. Bei Handwerksmeister können Sie Entwürfe kaufen und upgraden. Durch das Upgraden von Entwürfen werden die Gegenstände, aus denen Sie herstellen, leistungsstärker. Zum Upgraden eines Entwurfs bringen Sie... Erforderlichen Gegenstände. Okay. Was haben wir denn da? UV-Licht. Aufpuschmittel. Kaufen. So, das können wir alles kaufen, aber wir haben nicht so viel Geld. Was haben wir denn eigentlich an Geld? Oh, 45, da sehen wir es. Wurfmesser, ja, nice. Bauteile, okay. Das ist das, was wir haben. Können wir auch verkaufen? Geht es auch? Ja, aber gut, momentan können wir da noch nicht sehr viel anstellen mit. Guck mal, hier können wir auch handeln. Oh, nice. Was haben wir denn hier Schönes?
Das ist aber auch wahrscheinlich heftig teuer. Ja. Mine. Molotow-Cocktail. Aufputschmittel. Okay, krass. Alle Wertsachen verkaufen. Oh, alle Wertsachen verkaufen. Hier können wir verkaufen auf jeden Fall. Was verkaufen wir? Wir verkaufen erstmal das. Verkaufen. Seltene einhändige Machete würde ich auch verkaufen. Auch. Die behalten wir. Wir brauchen nicht so viel. Super Guldenmünze verkaufen wir auch. Haben wir sogar mehrere. Alle verkaufen. So. Torso-Ergänzung, das behalten wir natürlich. So, was haben wir denn jetzt an Geld? Ist da jetzt ein bisschen was möglich? Und nicht wirklich, ne? Also, selbst gebaute Granate. Molotow-Cocktail, anfängliche Beschreibung. Wie viel haben wir davon? Ist es einfach nur eine oder sind es mehrere? Arznei, ich glaube, da nehmen wir uns auf jeden Fall nochmal. Oder können wir uns. Okay. Aufputschmittel. Gut, lassen wir erstmal. So viel haben wir ja nicht. So. Morgen darf ich Todesstöße verteilen. Jemand muss sich um die Beißer kümmern. Die um den Basar die Straßen, die Leute beschweren sich immer. Mal gucken, wie wir noch so quatschen können. Aber hier sind wir hergekommen, oder? Also ich finde, es ist alles gut gelaufen. Wenn es doch nur nicht so schnell gehen müsste. So. Damit können wir noch. Die spüren keinen Schmerz. Ja. Und sie ist dagegen. Ah, hier waren wir schon. Okay, save it. Warte mal, hier ist doch noch jemand. Also dem können wir nicht quatschen. Mit dem können wir noch quatschen, aber mit dem haben wir schon gequatscht. Und mit dir haben wir noch nicht gequatscht. Du scheinst mir bekannt. Ja, ich bin der Typ, der wegen dir beinahe gehängt wurde. Schwamm drüber. Du stehst ja hier, oder? Bitte was? Sieh mal, wir hatten keine Wahl. Wenn du dich verwandelt hättest, wie wir alle dachten, wäre das ein Massaker geworden. Klar. Es war eine gefährliche Situation. Verstehe ich. Also, alles gut? Alles gut. Tja. Ja, Freunde. So. Ach so, das ist wieder. Aha, da hier kann man es hinlegen. Der Karls Tagebuch, okay. Manchmal können wir nicht reden. Da können wir nicht durch. Also müssen wir doch noch mal runter und noch mit ein paar Leuten quatschen. Ich wünschte Jahre gelernt und alles umsonst. Ich muss es diesmal einfach hinbekommen. Okay. Alberto muss sehen, dass ich. Hier ist nix. Ja, dass wir so nicht runter. Hey, verschwinde! Könnte man noch ganz da hoch? Wahrscheinlich, aber. Endlich habe ich eine tolle. Machen wir jetzt erstmal nicht. Hast du nichts zu tun? Geh weiter. So. Erstmal die ganzen Leute abhandeln. Die es da gibt. Mit ihr können wir auch nicht reden. Verschwinde, Kind. War mal schon. Wollen wir, dann gehen wir mal hier weiter. Gut, bringt uns auch nichts. So. Dann müssen wir hier hoch. Oder warte mal. Wir können ja auch noch hier lang, aber ich glaube. Ist da noch irgendwas? Ne, hier können wir nur raus. Genau. So. Halt dich von den Chemikalien fern, Bruder. Die Scheiße brennt sich bis zu den Knochen durch.
Ist denn hier jetzt noch jemand oder nicht? Aber nicht, ne? Den können wir auch nicht quatschen. Ist hier jetzt noch irgendjemand, den wir hier treffen müssen? Der ganz wichtig ist er hier wahrscheinlich. Hast du die Teile gefunden? Nein, noch nicht. Achso. Ich wusste es. Ich werde versagen. Ja, ja. Chill mal deine Base. Was? Leute vom Bazar. Komm mal. Dann legen wir uns jetzt nochmal hin. Da ist hier oben noch jemand. Nee. Genau, erstmal wieder ein Nickerchen machen. Die Abdruck ist noch da. Auch nichts gebracht, wir haben nur Nacht. Aber der Verkäufer hat verspätet. Was hast du getan? Du bist noch da. Die Karte war gut für dich. 5 Jahre gelernt und alles umsonst. Ich muss es diesmal einfach hinbekommen. Und wann ist denn hier noch einer? Ist das deine endgültige Antwort? Niemals. Weißt du, wie ich mit dem Ganzen klarkomme? Ich habe einen. Eben waren wir schon. Hier ist irgendwas noch, aber da kommen wir jetzt erstmal nicht hin. Ach ja. Und was hast du gedacht? Also ich wüsste jetzt nicht, dass wir noch weitere Leute treffen müssten. Morgen darf ich Todesstöße verteilen. Hier ist, jemand. Ah ja, guck mal da. Hier ist das Band. Als Tagebuch. Aber das war nicht das, was wir gesucht haben, ne? Nee. Irgendwo ist noch was. Ein Schelm, denn lieber von Freunden angepisst als von dem Feind geschlagen. Ist da nicht etwas Großes auf dich gefallen? Das ist nicht witzig. Der Schrank war echt schwer, Mann. Mein Großvater arbeitete als Bergmann in den Steinbrüchen südlich der Altstadt. In den Tunneln wimmelt es jetzt von Infizierten. Bist du verrückt, im Dunkeln rauszugehen? Geh in den Bazar. Ja, mein Gott, ich bin keine Angsthase. Untersuchen, genau. Siehst du dir all die Toten an? Hier steht, die werden vermisst. Kommt auf selber raus. Gefunden werden die nie. Und was bringt dann die Tafel? Es ist jetzt 15 Jahre her. Damals sind viele verschwunden. Mein Nachbar verlor seine beiden Kinder. Aber das Leben geht ja weiter. Den Mut, die Bilder abzuhängen, hat niemand. Aber Hoffnung gibt es keine. Ohne Nightrunner endet jede Suche immer ergebnislos. Erstmal nach Nightrunner fragen. Diese Nightrunner, erzähl mir was über die. Was gibt's da groß zu erzählen? Die sind fast alle tot. Als es sie noch gab, waren sie die einzigen, die sich nachts rausgetraut haben. Sie retteten Leute, die es nicht in einen Unterschlupf geschafft hatten. Aber von der ganzen Gruppe haben nur wenige überlebt. Frank zum Beispiel, der war früher ihr Commander. Er war mal ein super Typ. Jetzt säuft er sich in seiner Bude im Zentralring ins Koma. Schwer zu sagen, wie lange er noch durchhält. Wann war das? Wann war denn das? Vor langer Zeit. Da warst du selbst noch ein Kind. Zweien bin ich mal begegnet. Zwei Mädchen, 5 oder 6 Jahre alt. Sie hatten wohl seit einem Monat nichts mehr gegessen. Wie hießen sie? Weiß ich nicht mehr. Ich schmiss ihnen ein wenig Brot hin und verzog mich, weil sie sich so schüttelten, als würden sie sich gleich verwandeln. Rote Augen, die Adern geschwollen. Keine Ahnung, was sie denen gegeben haben. Diese GRE-Psychos.
Wo sind diese Kinder heute? Nach all den Jahren. Die meisten sind vermutlich tot. Wenn jemand Glück hatte und noch lebt, dann sind sie wohl im Zentralring, weil es da mehr Peacekeeper gibt. Erleichtert das Überleben. Irgendjemand muss mehr wissen. Warum? Was war, war. Es bringt nichts, alles wieder ans Licht zu kramen. Jeder hat seine eigenen Probleme. Und zwar hier und jetzt, Pilger. Jeder kämpft für sich selbst. Okay. Finden wir hier vielleicht eine Spur von Mia? Herausfinden. Mann, ich bin so durstig. So. Was sollen wir denn noch hier machen? Mal gucken, was mir jetzt Story Quest. Peacekeeper haben die Passage zum Stadtzentrum abgesperrt, um dorthin zu gelangen. Genau. Belohnung. Um dorthin zu gelangen, mussten Hakon und ich einen Weg um ihre Patrouillen herum finden. Verbringen Sie Zeit auf dem Bazar, während Sie darauf warten, von Hakon zu hören. Dank des Biomagers erreichte ich endlich den Bazar. Wow, ist hier viel los. Okay. Also da kann ich im Prinzip jetzt aber trotzdem schon irgendeine Quest noch machen. Und zwar